Schönen guten Morgen. So, 23. März, heute geht's auf nach München. Große Demo. Vorher wollen wir uns mit dem Mob ein bisschen warm fahren. Der Schlitzer ist aus der Oberpfalz gestern schon zu uns gekommen. Der kommt auch mit, demonstriert auch mit. Tolle Sache, man kann jede Stimme brauchen gegen den Artikel 13. Und ich habe mir gedacht, im Laufe des Tages wird sich die eine oder andere Gelegenheit finden, dass man auch ein bisschen was vloggt. Drohne habe ich mal eingepackt, vorsichtshalber. Und ja, wir werden mit den Mopeds nach München reinfahren. Wollen wir auch nicht. Wetter ist, scheint heute gut zu werden. Noch ist es ein bisschen frisch, aber vielversprechend mit 16 bis 18 Grad plus. Himmel ist strahlend blau. Also optimal zum Moped fahren. Genau. Ja, mehr gibt es jetzt für den Anfang erstmal gar nicht zu sagen. Also, bis dann. Semmeln geholt, jetzt fleißiger auf zum Frühstück. Ist ja alles sehr nah hier, also hier wohnt jetzt Cornelia, Hundetaxi ist da. Und zwei Häuser weiter davon wohnt jetzt meine Mutter, also quasi alles ganz komprimiert am Ort. Schönen guten Morgen. Hallöchen. Hallöchen, grüß dich. Das hättest du vorher machen müssen, nicht hinterher. Nein, einfach so ein bisschen. Alles schon. Lisi, gehen wir wieder? Lea gegessen ist. Ja. Heinz, leck mich am Arsch. Komm, ich gehe. Pfirti. So, lecker Frühstück haben wir gemacht. Dann packen wir es mir langsam nochmal Öl auffüllen bei den Mopeds. Dann geht es langsam, aber sicher Richtung München. Fitti! Dann sind sie fitti schon. Wir wollten ja frühstücken, aber da ist Schwester mit den Kleinen gekommen und alles weggefressen. Wie die Parasiten. Ma, herzlichen Dank fürs Frühstück. Ja, gern schön. Ich geh mal, mir ist es hier zu laut. Zu viele Monster. So, dalle. Ja, jetzt wird die Temperatur auch langsam angenehm. Also da kann man sich jetzt schon nicht mehr beschweren. Also es wird heute garantiert super. Heute probiere ich das erste Mal, dass ich die GoPro auf Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten ans Handgelenk mache. Ich hatte es ja jetzt ein paar Mal versucht, hier ans Lenkrad zu machen, aber das ist so ein bisschen fummelig, weil sie da nicht sauber hält. Nachteil am Handgelenk ist halt, dass ich halt zwei Hände brauche zum Bedienen. Servus. Das ist die Frau von meinem Fahrlehrer gewesen, bei dem ich den Führerschein damals gemacht habe. So, Schwindex sind wir eingelaufen. Ich habe mich jetzt kurzerhand dazu entschlossen, dass wir nicht über die 12er fahren. Die 12er wäre die kürzeste Strecke gewesen. Stattdessen fahren wir über Schwindeck nach Dorfen und dann von Dorfen über Isen, über lauter kleine Ortschaften rein nach München. Einfach weil es viel schöner ist mit dem Motorrad. Die 12er ist zwar keine Autobahn, aber es geht trotzdem. Es geht die ganze Zeit relativ schnurstracks immer mehr oder minder geradeaus. Plus alle LKWs fahren da, finde ich jetzt nicht so sexy zum Fahren. Haben wir gedacht, sehen wir hier ein bisschen mehr, genießen wir das schöne Wetter und fahren stattdessen noch an ein paar Blitzer vorbei, die heute garantiert zur Haupt rumstehen. Da haben wir mehr von. Glück gehabt, wir fahren gerade hin und dazu kommt auch schon. Heißt, muss man nicht so lange warten. Spare ich mir jetzt aber auch, da rechts zu überholen und mich vorne hin zu schmuggeln. Vor allem, wenn wir jetzt zu zweit sind. Keine Ahnung, wo wir da eh Platz haben. Und ja, wir haben ja Zeit.
Aber ich freue mich so, es ist so richtig geiles Moped-Wetter. Also richtig, richtig klasse heute. Überhaupt nicht kalt. Geht kaum Wind, also Drohnen-Footage auch gesichert. Haben wir nachher ganz sicher auch kein Problem. So darf es bleiben, so darf der Sommer kommen. Zeit. Und angenehm zu fahren, die Kleine, oder? Ja, können wir absteigen dann. Was? Komm mal. Dann erst mal absteigen. Was los? Meint man, man könnte sich mit dem Motorrad in der Stadt so gut durchdrängeln, aber an ein paar Sachen kommen halt einfach nicht vorbei. Sind wir am Marienplatz schon sehr nah, sind bloß ein paar hundert Meter. Aber so irgendwie mit Schildchen habe ich noch niemanden rumlaufen sehen. Bin ja gespannt, wann man da die erste sieht. Na gut, wir sind noch, wie gesagt, eine Stunde zu früh. Aber die werden ja auch nicht alle erst eine Minute vorher kommen, oder? Also, ich meine, werden ja mindestens 2000 Leute erwartet, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Vielleicht erzähle ich jetzt hier auch gerade Blödsinn, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es hieß. Wahnsinn, was hier für Sportwagen oft rumfahren. So, angekommen sind wir. 13.30 Uhr geht's los. Ich hab 40 Minuten, das ist doch gar nicht so viel Zeit übrig, als wir ursprünglich gedacht haben. Ne? Ja, immer noch viel zu früh. Macht nichts. Haben wir Zeit, noch ein Wasser trinken zu gehen. Yay, Wasser. Ja, ich habe noch Limo von eben übrig. Aber Wetter ist saugeil. Schade, dass man hier nicht Drohne fliegen dürfen. Ich hätte die Spark sogar dabei. Menschenversammlungen und Innenstadt. Ne? Ich wollte mich eh noch bei dir melden. Es ist ja ein Gegenbesuch offen noch. Ja. Ein Gegendemo-Besuch? Wie ist das Gegendemo? Nein, hier. Weißt du, man muss nach München fahren, um die Oberpfälzer zu treffen. Wahl-Ingolstädter. Ja, ich hatte keine Wahl. Ja, eben. Ich dachte, das war eher zwangsweise. Notgedrungen, freiwillig, ja. Aufgrund von besseren monetären Aussichten. Hätte ich das gewusst? Ja, hättest du denken können. Schaut mal, wer da ist. Der Alltagsblock. Das ist die Triple Cam. Das Krasse ist, glaube ich, auch die leiseste Demo von allen. Ich habe bis jetzt kaum jemanden schreien gehört. Total, oder? Weiß nicht, ich bin ja nicht so der regelmäßige Demo-Gänger. Ich weiß nicht, ob die dann alle schreien müssen. Ich habe So, während der Demo jetzt raus, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel gefilmt. Wir sind wieder zurück in Ampfing. Extrem geil war's. Und ja, sie haben tatsächlich die komplette Spur bekommen für die Demo rauswärts, weil sie erst mal nur die rechte Spur ist für die Demonstranten
zur Verfügung gestellt, aber dann haben sie doch die ganze Straße breit gemacht. Irgendwelche Schätzungen haben wir vorab gehört von 10.000. Ich bin gespannt, was dann tatsächlich an Leute waren. Nee, maximal 40. 40? Ich sag, es waren 80 Leute. Ich gehe euch lang mal in die Folgen, 80 Leute. Nee, wird super. Was auch geil war, ihr habt es im Video schon, im Vlog schon gesehen, der Wolfi war mit da von den Dampfladerer TV-Leuten. München, so ein Haufen Leute. Und wer läuft direkt vor unserer Nase vorbei? Ehemalige Klassenkameraden. Hilft nichts. Schlitz und ich machen uns jetzt noch auf die Suche nach etwas Essbaren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, der Teich.